Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Demo-Version und zwar zu Resident Evil Village. Jetzt bestimmt fragen sich einige von euch, wieso denn zu Village? Du hast sie doch schon damals, bevor das Spiel rauskam, doch schon gespielt. Ja, das ist richtig, aber wie der eine oder andere von euch sicherlich mitbekommen hat, gibt es ja Ende nächster Woche die Gold-Edition von Resident Evil Village, wo eine neue Perspektive eingearbeitet wurde. Und zwar in die Schulterperspektive. Also man kann das Spiel dann sowohl in der Ego-Perspektive als auch in der Schulterperspektive dann spielen. Also die Third Person, glaube ich, heißt das, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, und diese Version kann man jetzt als Demo-Version schon mal antesten. Und ich dachte mir, das mache ich dann auch, weil ich ja sowieso vorhabe, das Ganze dann nochmal in der Third-Person-Sicht dann zu spielen. Also seid gespannt und wenn ihr dann dabei sein wollt, könnt ihr gerne mir hier schon einen Follower da lassen. Also auf Twitch oder hier auf YouTube. Dann könnt ihr das ganze Debakel dann auch gerne mit ansehen. Na gut, dann wollen wir auch mal starten. Leider ist die Demo wieder auf 60 Minuten begrenzt, ne? Wie die Demos davor auch schon, aber na gut, sei es drum. Trotzdem werde ich das mal antesten. Mal sehen. Ja, Schloss. Man kann hier in dieser Version wirklich nur das Schloss antesten. Nicht das Dorf selber. Aber gut. Dann lassen wir es mal probieren. Natürlich auf Standard. Hier kann man es nochmal umändern, ob man das in der Ego-Perspektive oder in der Third-Person-Sicht spielen möchte. Und aber da ich das ja möchte, wird das aber auf jeden Fall so fortgesetzt. Die Zwischensequenzen spielen in der Third. Also okay, die Zwischensequenzen bleiben immer noch in der Ego-Perspektive. Okay. Gut, dann wollen wir mal. Schon ein bisschen seltsam zu sehen, wenn man Ethan die ganze Zeit immer nur eine Ego-Perspektive gesehen hat, also gespielt hat. Jetzt ihn jetzt, ja, den gesamten Körper zu sehen. Ja, so wie die in der Präsentation vor ein paar Tagen gesagt haben, wenn man versucht, Ethans Gesicht zu sehen, dreht er sich immer wieder weg. Gut. Weinglas. Ja, aber ansonsten hat sich nichts wirklich was verändert. Was man sehen kann. Nee. Muss mir erstmal eine Steuerung gewöhnen. Nein. Das Messer wollte ich jetzt nicht. Okay. Es ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich meine, ich habe ja Leon in Resident Evil 2 und so ja auch so gespielt, ne? Aber Ethan in dieser Version so zu spielen ist schon ein bisschen merkwürdig. Ging das hier nicht durch? Also. Ups. War der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich aufstehen. Erstmal wieder alles. Alles wieder ausfindig machen, welche Taste für was ist. Es gibt
Untertitel für die Geräusche. Kann man das ausmachen? Keine Ahnung. Na, ich lasse erstmal, sonst läuft mir die ganze Zeit weg. Im Hauptspiel werde ich das dann natürlich ändern, ne? Keine Sorge. Ich lasse das erstmal jetzt so an. Wo haben Sie Rose hingebracht? Oder ich schalte mal die Untertitel allgemein aus. Brauchen wir ja nicht. Ja. Dann sollte das alles andere auch aus sein. Hier war der Duke ja drinne. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen, brauchst du irgendwas? Ja. So. Nicht zufrieden? Ich finde, das ist ein fairer Preis. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Ich habe gerade aufgestockt. Okay. Hals- und Beinbruch. Okay. Schon etwas seltsam, muss ich echt sagen. Das ist wirklich ungewohnt. Munition. Mehr. Nee, noch nicht, stimmt ja. So. Nicht?
Okay, verschlossen. Also mussten wir nach oben dann. Ach ja, stimmt ja. Nee, hier kommt ja das Wein. Die Weinflasche rein, stimmt ja. Aber. Ich hab gedacht, ich hätte dieses Bubblecopter irgendwie gehört. Aber nee, war nicht so. So. Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich, schlitz dich auf und seh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Weder noch. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Weder noch. Ich will weder lebendig noch tot verspeist werden. Oh, klar. Abgeschlossen. Wie soll es auch anders sein? War hier irgendwas? So Munition, nichts. Okay. Dann mal weiter. Bisschen noch. Ja, geht doch. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Story-DLC, wie es dann mit Rose, vielleicht sind es 5 Jahre oder 10 Jahre, glaube ich, 10 Jahre später, ja, 10 Jahre später, glaube ich, weitergeht, nachdem sie ihr Vater verloren hat. Auf jeden Fall gespannt. Oder vielleicht sogar länger, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nachdem sie ihn zuletzt besucht hat am Grab da, ne? Oh, mich erschrocken. Da kommt der. Ihr komischen Kreaturen der Hölle.
Ich höre sie, aber ich sehe sie noch nicht. Ich muss mich echt wieder an alles gewöhnen erstmal. Nicht herstellen. Gesundheit herstellen erst. Habe ich ja irgendwann mal die nicht auf. Alle, die jetzt eben nicht benutzt, wo ich die Heiltaste gedrückt habe.
wirklich ein sehr merkwürdiges Gefühl, dieser Perspektive dieses Spiel zu spielen jetzt. Das fühlt sich irgendwie so fremd an, wenn er mich fragt. Habt ihr das jetzt auch schon gespielt? Ja, dann schreibt doch mal eure Meinung. Gerne in die Kommentare, wie ihr das so empfindet. Empfindet ihr das auch irgendwie so fremd und komisch? Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Ja. Yeah. Blut ist... Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Okay, 16 Minuten und 9 Sekunden habe ich gebraucht. Ja gut. Ja gut, wenn man das schon weiß ungefähr, wo man hin muss, ne? Aber trotzdem, es ist wirklich ein seltsames Gefühl, das Ganze. Aber es macht Spaß. Ich muss mich nur wirklich erstmal wieder reinfuchsen, dann klappt das alles schon wieder deutlich besser dann. Ja. Ich würde sagen, das soll es auch erstmal für die Demo gewesen sein. Viel gab es ja auch nicht zu sehen, ne? Wenn man ehrlich ist. Und ja, falls ihr gerne mit mir das gesamte Spiel erleben möchtet, dann wie gesagt, lasst gerne einen Follower da oder abonniert meinen YouTube-Kanal hier, also den Follower bei Twitch und hier bei YouTube ja, ein Abo. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei sein würdet, falls ihr Lust und Laune habt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. In dem Sinne, macht's gut. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter. Euer Albert Wesker. Ciao, ciao.